Seilechse, hör lieber zu, und einer kommt schon wieder, der verfluchte See. Wieder mal ein Badegang. Verfluchter See, 4-5, das ist doch verdächtig. Wieso kann ich hier auf eine Plattform springen, aber nicht durch die Wand? Hm. Merkwürdige Dinge gehen hier vor. Ich mach mal Licht an. Dann sehe ich klarer. Dann tauche ich ein, ich hole mir das mal und schnell, der will mich schubsen. Gleich weg da. Der fiese Halunke, da ein Halotri. Der muss ich hier nun wieder an der Lampe ziehen, aber dann hat der da unten hier sein Gewächs eingezogen. Da kommt die Trampeltruppe, ich gehe unten durch. Habe ich nämlich was schimmern gesehen. Bonus-Etappe, sammle alle Kristalle. Hm, das wird jetzt auch wieder mit den fiesen Zacken hier ein Badeparadies. Mal sehen. Da nehme ich den Propeller darüber. Das ist mitten unter ihnen. Und nun dort, wo später das Teil unserer Begierde erscheinen soll, am anderen Ufer. Da tauche ich mal ein. Ich tauche hier wieder auf. Jetzt kommen sie fast schon hier nah an mich ran. Wir schwimmen einfach mit ihnen mit. So ein bisschen baden. Jetzt ist aber die Zeit sehr, sehr knapp. Ich löse mal auf hier. Dann gehen wir hier wieder raus. So, wir sind hier. Wo ist die Trampeltruppe? Da ist sie. Einfach überflogen. Dann nehme ich hier den sauren Kerl. Der will mich hier mitten in die Meute schubsen. Das gehört sich nicht. Also, ich bin sie unterlaufen. Ich lasse die jetzt einfach stehen und liegen. Ja, ich gehe einfach da weiter. Oh nein, da kommt der Horrorfisch. Der Geisterfisch hier, der will mich reinschubsen. Das kann ich nicht zulassen. Liegen wir mal. Ich tauche an. Der ist jetzt gleich an mir dran, weil ich nicht gut schwimmen kann. Jetzt ist er weg. Gut, der Haifisch tatsächlich eine Verbesserung. Ja, da muss ich hier vieles nicht mehr tun. Ich werde aber dieses Mal tatsächlich mal den Turbo anmachen, damit wir vor ihm entkommen. Da ist irgendwas. Wer das noch auf normale Weise sehen soll. Bonus-Etappe, sammle alle Kristalle. Okay, ich bin der Haifisch unter Wasser und ja, ich mache auch mal den Turbo an. Dann kann ich gleich mal für den Ernstfall proben, wenn es hier mit Gegnern hier in Kontakt kommt. Das Haifischlein. Also es ist immer so ein Wechsel zwischen Mitte, einmal im Kreisle schwimmen und dann hier nach außen dringen und dann wieder rein da. Okay, da kommt das Teil. Haben wir in ansehnlicher Zeit geschafft, aber ich hatte auch die ganze Zeit den Turbo an. Also der ist fast schon Pflicht hier. Gut, die schnarchen noch, dann ich mach sie mal weg. Da machen einen riesen Radius hier. Ich schwimme mal hin und her. Oh, der will mich zwecken. Das kann ich nicht zulassen. Oh nein, da kommt der wieder. Mal Licht angemacht. Das wird jetzt essentiell wichtig hier, dass ich in diesem dunklen Gewässer hier auch hin und wieder ein Lämpchen ziehe. Ja, ich irre oben drüber, die kommen auf mich zu, das ist sehr schön. Oh nein, der Schnorchel dreht um. Das A haben wir, da will wieder jemand kratzen. Den hier den Rücken gerade gemacht und schnell hier leuchten speichern und ich bin schon wieder fort. Ich bleibe hier echt nicht lang vor Ort. So, unten durch. Ich nehme den Bogen, dann hier unten den Bogen. Ich werde den jetzt voll verwirren, ja, der weiß nicht, mit wem er sich angelegt hat. Da wird es gefährlich. Einfach mal hin und her geschwommen und dann da an dem Würfel vorbei. An den, oh Moment, ich muss da hinten mal durch. Die haben sich eingezogen. Ich hole das Z, der ist auch noch ein Stein. Und gleich nochmal, ja, das wird ihn ärgern. Jetzt muss er hier doppelt warten, wie bei Uno. Oh nein, da kommt sowas wieder. Moment, da unten, ich sehe was. Ich habe das E. Das findet man alles nicht mehr auf natürliche Art und Weise. Hin und her und zickzack und hier nochmal das Lämpchen gezogen. Ja, hoch da, da ist das Portal. Mann, Gott sei Dank ist das rum. Level abgeschlossen. Kase. Ja, also man muss hier wirklich konstant den Turbo mit dem Haifisch hier anhalten. Das kenne ich auch schon von den späteren Level von Donkey Kong. Die waren alle fürchterlich. Kein Schaden genommen. Du weißt ja nicht hier, wie eilig ich es hatte. Jedenfalls haben wir es geschafft. Da kommt der nächste Abschnitt, aber erstmal, ich schaue ins Album. Also es gibt noch zwei Level laut dem Album hier, die vor uns liegen. Jetzt wird ihm der Stab genommen oder er nimmt noch mehr Kraft auf. Keine Ahnung, auf jeden Fall, er hat jemanden überwältigt. Oder er wird eingesaugt. Kann alles passieren hier.